wir basteln jetzt einen Dekorationsschneemann. Und zwar braucht ihr dazu einen Holzlöffel. Ich habe jetzt nur diesen zu Hause. Bitte macht hier das Bändchen ab, weil sieht dann nicht so schön aus. Und dann könnt ihr es zum Beispiel auch nicht in die Blume stellen. So, dann nehmt ihr euch rote Farbe, weil es soll ja ein schöner Weihnachtsmann werden, und malt diesen Kochlöffel rot an. Ich habe jetzt leider keine rote Farbe. Ihr könnt es natürlich auch schön mit Stoff bekleben. Also ihr könnt euch das vorstellen, meins ist jetzt rot. Dann lasst ihr das alles trocknen. Ich denke, je nach Farbe dürfte eine Stunde, zwei Stunden ausreichen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt drei oder über Nacht. Dann kauft ihr euch Wackelaugen oder malt sie selber an, je nachdem. Ich finde die Wackelaugen, gibt es beim Bauhaus zu kaufen oder im Bastelgeschäft, ganz niedlich. Dann könnt ihr das so aufkleben. Dann nehmt ihr euch Watte. Ich habe jetzt leider nur Pads. Macht den schönen Rauschebart dahin. Wenn ihr Watte zwischen die Finger nehmt und so reibt, wird das ein kleiner Schnurrbart. Dann nehmt ihr euch einen Stift und dann könnt ihr hier ein schönes Lächeln malen. Und ihr könnt auch, wenn ihr die Watte habt, hier auch noch aufkleben und dann ein schönes, schönen, warte mal, ich mache vielleicht Taschentücher. Gucken, ob das so funktioniert. Eine schöne Mütze zum Beispiel. Ich habe jetzt mal Taschentuch genommen, ihr könnt das aber alles mit Watte nehmen. Ja, so finde ich es aber nicht so schön. Ich finde ihn so, huch, Mensch, Weihnachtsmann. Aufkleben natürlich, ne? Wir sind uns einer Meinung. So, und dann könnt ihr ihn zu den anderen Kochlöffeln stellen oder in die Blumen. Es geht ganz einfach, es ist für Kleinkinder und die sind beschäftigt und länger als eine halbe Stunde sollte es auch nicht dauern, sonst sind die unruhig. Bis dann, schöne Weihnachten!